Wenn es wieder kälter wird, mag es jeder behaglich warm. Heizen kann man mit einem gemütlichen Kaminfeuer, ganz praktisch mit Heizkörpern, modern mit einer Fußbodenheizung oder sogar mit einer Deckenheizung. Warum nicht auch mal mit heizenden Möbeln? Henning Rambo, Architekturprofessor an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, leitet ein Forschungsprojekt, das sich mit neuen Heizformen beschäftigt. Der Grundgedanke im Moment ist, Heizelemente in Holz zu schaffen. Also sozusagen unsichtbare Heizungen in Holzmöbeln oder Holzwandverkleidung zu schaffen und damit eben Räume zu beheizen. Als erster Prototyp wurde ein beheizbarer Schreibtisch entwickelt. Und der muss erstmal getestet werden. Das soll hier passieren. Diese ehemalige Fabriketage bauen sich Architekturstudenten zu Arbeitsräumen aus. Das Problem dabei? Die fehlende Heizung. Also das perfekte Versuchslabor für den Heizschreibtisch. Mit dem erhöhten Boden und der hohen Rück- und Vorderseite ist er selbst fast ein kleiner Raum. Durch diese relativ starke Umgrenzung entsteht im Inneren des Schreibtisches eine Art geschützter Kleinklimaraum. Verschiedene Flächen des Schreibtisches wurden mit einer speziellen Heizfolie ausgerüstet. Die verwendete Heizfolie ist extrem dünn und leicht. Sie besteht aus Kohlenstofffaser und gibt Infrarotstrahlung ab. Der Vorteil der Infrarotheizung hier im Schreibtisch liegt in der sehr schnellen Reaktionszeit der Heizung. Ich kann innerhalb von Minuten im Möbel mir ein Kleinklima schaffen, was unabhängig vom Raumklima funktioniert und kann auch in kälteren Räumen damit mich behaglich fühlen. Am Beispiel der Rückenwand zeigen uns Lars Ehlers und Henning Seidel, wie die Heizung aufgebaut ist. Auf einer weißen Kunststoffplatte wird die Infrarotfolie mit selbstklebendem Kupferband befestigt. Mit diesem Band werden auch die elektronischen Verbindungen hergestellt. Dazu wurden an die Enden der Kupferstreifen die Stromkabel gelötet. Dieser Aufbau wird dann einfach mit Schrauben an der Wand des Schreibtisches befestigt. Die Leitungen sollen später versteckt im Inneren des Tisches verlaufen. Sie führen zu einem Thermostat, mit dem die Temperatur der Heizfolien reguliert wird. Da die Heizung schnell reagiert, muss sie auch nur dann heizen, wenn der Schreibtisch benutzt wird. Durch die Strahlungswärme der Heizflächen an der Vorder- und Rückseite sowie an den Seitenwänden wird der Nutzer selbst und nicht die Luft des restlichen Raumes erwärmt. Gefühlte 21 Grad sind das Ziel der Forscher. Doch erst wenn es kälter wird, kann man testen, welche Temperaturen das Heizvlies haben muss, um ein behagliches Arbeitsklima zu schaffen. Zumindest deswegen freuen sich Henning Seidel und Lars Ehlers schon auf die kühle Jahreszeit.